eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein ganz spezielles oder besonderes Video. Und zwar wurde ich von Donalauf her angeschrieben und die haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, eine ihrer Perücken zu testen. Und da habe ich sofort ja gesagt, denn es interessiert mich schon sehr, sehr lange, wie ich mit einer anderen Haarfarbe aussehen würde. Und ich habe mir nichts Normales ausgesucht, sondern etwas Verrücktes, das werdet ihr aber auch gleich sehen. Donalauf herstellt eben synthetische Perücken her, Echthaarperücken und Clip-Ins unter anderem. Ja, und ich durfte mir eine Perücke aussuchen und wir packen das Päckchen jetzt mal zusammen aus. Mich hat dieses Päckchen erreicht und hier ist eben die Perücke drin und schaut euch das mal an. Die Verpackung ist echt richtig toll. Das ist irgendwie so ein bisschen die Tiffany-Farbe, also von Tiffany & Co. Und hinten drauf steht auch nochmal Enjoy. Das sieht ganz, ganz toll aus. Ich fange jetzt mal an, das Päckchen auszupacken. Ich habe das Ganze schon mal ausgepackt und habe eben einen Blick reingeworfen. Aber ich möchte euch das natürlich alles nochmal zeigen. In der Box befindet sich unter anderem so ein Haarnetz. Das benötigt man eben, um die Perücke richtig aufzusetzen. Das werdet ihr aber gleich sehen. Dann hat man hier nochmal so eine tolle Haarbürste mit drin liegen. Und die Farbe ist echt der Hammer und die fühlt sich sehr gut an. Und ich denke, die ist wirklich perfekt für die Perücke. Es lag sogar noch eine Kette mit dabei. Und zwar so eine Joker-Kette. Ihr kennt die bestimmt. Die sind momentan ja total im Trend. So, und jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Und zwar zu der Perücke. Ich hoffe, ihr seid alle gespannt. Und ich habe mir diese rosa-pinke Perücke ausgesucht. Die ist ganz glatt. Die ist ziemlich lang. Also dadurch, dass ich so klein bin, ist die wirklich richtig lang. Normal sollte die bis zur Hüfte gehen. Bei mir geht sie aber etwas weiter runter. Die hat wirklich eine sehr gute Qualität. Ich hatte schon öfters mal Perücken in der Hand. Ihr kennt ja diese billigen für 5 Euro oder sowas. Ja, und die hier ist ganz anders. Ich werde euch gleich zeigen, wie man diese Perücke hier aufsetzt. Aber bevor ich das mache, habe ich hier noch das Stück abgeschnitten. Das ist eben hier vorne dran genäht und das muss man abschneiden. Ich weiß auch nicht so genau, warum die das überhaupt dran lassen. Ja, und ich wollte das jetzt nicht verkacken, deswegen habe ich es kurz ohne Kamera abgeschnitten. Als erstes muss man sich dieses Haarnetz hier aufsetzen. Und das müsst ihr einmal über den Kopf stülpen eben. Eure Haare nehmt ihr dann raus. Und das muss man ziemlich ordentlich machen, deswegen kann es sein, dass ich das gleich nochmal vom Spiegel überprüfen muss, ob es denn richtig ist. Ja, und jetzt wird es gleich witzig. Man zieht sich das eben so hoch wie ein Haarband. Wichtig ist, dass die Ohren rausgucken und ich sehe jetzt echt aus wie der letzte Trottel damit. Ja, also hübsch sieht man damit nicht aus, aber vielleicht kommen ja die Haare drüber. Wenn ihr euch das so aufgesetzt habt, habt ihr natürlich noch eure Haare hier. Und die müssen nun auch im Haarnetz verschwinden. Da zieht ihr das einfach so hoch und steckt eure Haare so rein. Macht bloß keinen Dutt, denn das wird auf jeden Fall auffallen unter der Perücke. Dann habt ihr hier hinten so einen großen Hubbel. So, und jetzt geht's ans Aufsetzen der Perücke. Ihr habt hier extra solche Klammern mit drin, damit ihr eben die Perücke an diesem Haarnetz befestigen könnt, damit ihr euch nicht runterrutscht. Und ich versuche das jetzt mal hier so gut wie es geht vor der Kamera zu demonstrieren und ich hoffe, es klappt. Ich habe mir jetzt die Perücke vom Spiegel aufgesetzt, weil in der Kamera habe ich das irgendwie nicht hinbekommen. Aber es ist wirklich ganz einfach. Ihr schiebt einfach diese Clips, die rechts und links angenäht sind, unter das Haarnetz und schon ist die Perücke bombenfest. Ja, die Perücke ist wirklich sehr lang, wie ihr seht. Die ist hüftlang und bei mir geht die sogar noch ein Stückchen weiter, weil ich einfach so klein bin. So sieht die Perücke jetzt eben ungestylt aus. Ihr könnt das Ganze auch noch so ein bisschen wegstecken oder euch was flechten, damit es ein bisschen schöner aussieht. Um das Ganze etwas echter aussehen zu lassen, könntet ihr jetzt noch mit einem braunen Lidschatten hier so einen Ansatz malen und hier vorne auch noch so ein bisschen. Dann wird das Ganze nicht mehr so fake aussehen, wie es eben jetzt gerade aussieht. Das ist ja wirklich nur eine Kante. Wie findet ihr denn die Haarfarbe an mir? Seid ganz ehrlich. Also ich finde nicht, dass sie mir steht. Ich denke, so ein Braun wäre auf jeden Fall idealer gewesen. Das ist halt wirklich ein bisschen too much für mich. Ich glaube, ich bin auch einfach zu braun dafür. Aber es war eine tolle Erfahrung, das einfach mal ausprobieren zu dürfen. Und wie gesagt, die Perücken sind wirklich von der super Qualität. Kann ich mir sehr gut vorstellen für Fasching oder wenn man einfach mal was anderes will, um Fotos zu machen oder sonstiges. Und ich denke, wenn man eine normale Haarfarbe nimmt, wirkt das Ganze auch sehr natürlich. Vielen Dank an Donalauf her, dass ich das Ganze ausprobieren durfte, live mit meinen Zuschauern. Ich finde, es ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Und somit weiß ich, dass rosa Haare mir nicht so wirklich stehen würden. Falls ihr Interesse an so einer Perücke habt, schreibe ich euch gerne mal die Website von Donalauf her in die Infobox. Ich habe sogar noch einen Gutschein für euch, da könnt ihr 7 Euro sparen. Den schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox rein. Ihr findet da alle Informationen, auch welche Perücke das hier ist. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses etwas andere Video gefallen und ich würde mich sehr über ein positives Feedback freuen. Schreibt mir gerne Kommentare. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und hoffentlich bis ganz bald. Ciao!